und ja. somit erst ab 18. Ja. also hier nochmal... Glühwein mit Schuss, nein. Hier nochmal an dieser Stelle. Wir verherrlichen keinen Alkohol. Alkohol kann böse Sachen mit euch machen. Ja. Das ist tatsächlich der Fall. Und es ist lustiger, mal ganz unter uns, wir sind ja jetzt unter uns. ganz unter uns, es ist manchmal lustiger, einfach den Besoffenen beim Kotzen zuzusehen, als selbst zu kotzen. Weil wenn ihr dann selbst kotzt, habt ihr am nächsten Tag so scheiß Schmerzen im Bauch, das ist schon ekelhaft. Vor allem, wenn ihr richtig viel gesoffen habt. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. So, und jetzt kann das Ding weg. Ja. Das ist geil. Wo hast du das nochmal her? Vom Chinesen, ne? Ja, geschenkt bekommen. Das hat aber auch nur 10,5%. Das ist eher ein Wein. Ja. Pflaumen-Chi. Ja. Ist auf jeden Fall sowas, was man... Es riecht echt wie Eistee. und auch das soll jetzt nicht verherrlichen wirken, weil... Eistee riecht auch wie Eistee. und Eistee schmeckt geil. Und ich wollte mir den Toner holen, weil es schneller geht. Ich erinnere mich an das Lied. Eponas Lied. Eponas Lied ist einfach das Beste. Hey. Epona, wo bist du, gottverdammte Scheiße? Ich hab sie gehört. Ich höre sie auch, aber wo ist sie, gottverdammte Scheiße? Hinter dem Hügel. Mich hat gerade einer... Na, okay. Dich hat jemand angeschrieben, ja, das stimmt. Epona? Bist du in der Textur verschwunden oder so? Das kann durchaus sein. Ja. Lauf mal rum, vielleicht stößt du ja gegen sie. Schnell was galoppieren. Es kann natürlich sein, dass es da oben an der Wand festhängt. Das kann auch gut sein. An der Mauer. Nee? Ich entferne mich von den Schritten Eponas. Aber wie folgt ihr doch eigentlich? Sie steht doch direkt neben dir. Ja, normalerweise schon. Wir haben das Spiel gebackt. Wir probieren es jetzt nochmal von hier. So, Freunde, ich habe jetzt eine ernsthafte Frage an euch und ich würde mir auch echt mal wünschen, dass ihr das in die Kommentare schreibt, weil das ist mir sehr wichtig. Kommt nicht. Dann gehen wir jetzt den Weg zum Gerotal zu Fuß. Aber ich höre sie doch. Das liegt doch nicht an meiner Grafikkarte, weil Epona ist normalerweise immer da. Ja. Ich weiß, dass meine Grafikkarte nicht den Project 64 Emulator unterstützt, deswegen teilweise die Gebiete verdammt grutzig kacke aussehen. Und teilweise auch Texturen fehlen. Aber Epona ist sonst immer da. Egal. Laufen wir so schnell dahin, wir sind ja gleich da. Auf jeden Fall. Ja, geht weiter. Ist immer dabei, Milo. Immer dabei. Das ist ein Nachtschwärmer. Nee, das ist kein Nachtschwärmer. Das ist keiner. Das ist ein normaler Geist. Nachtschwärmer sind orange. Richtig. Ja. Die geben aber auch Schatten, die du verkaufen. Ja, genau. Geister geben normale Schatten, die bleiben aber auch länger als die Nachtschwärmer, muss man dazu sagen. Wie nennt man die nochmal? Irrlichter. Irrlichter sind sie, ja. Irrlichter. So, aber jetzt zu meiner ursprünglichen Frage. Wo ich mir echt wünschen würde, jeder, der das sieht, dass er unter den oder unter die nächsten Parts einfach mal drunter schreibt, wie ich das Spiel beenden soll. Das Spiel hat nämlich, seit die offizielle Timeline erschienen ist, 2 Endings. Wir können entweder das Spiel regulär durchspielen, oder ich lasse mich beim letzten Boss töten. Je nachdem, wie ich spiele, greift dann eine andere Timeline. Wenn ich überlebe, folgt die Timeline Majora's Mask
Twilight Princess und so weiter und so fort. Ich werde diese Spiele vorerst nicht let's playen, vielleicht irgendwann mal, wenn mir auch die Mittel dazu gegeben sind. Aber nicht direkt danach, also ich werde nicht die komplette Zelda-Timeline spielen. Musst du dann nicht mit dem Pferd drüber? Nee, ich muss mit dem Enderhaken fahren. Mit dem Pferd kann man so auch machen. Die Musik. Ich liebe die Musik. Ich auch. Meine Lieblingsmusik in Zelda. Ich habe diese Musik über alles geliebt oder ich liebe sie immer noch, wie ich zum ersten Mal die Spiel gespielt habe. Ich habe teilweise einfach eine Stunde lang hier gestanden, um einfach diese geile Musik zu hören. Ja, ja. Das erste Zelda-Spiel mit einem orchestrierten Soundtrack. Ist aber auch genial. Das stimmt. Musst du schon in die Balken gehen? Ja. Wir landen am Hylia-See und dürfen den ganzen Weg nochmal laufen. Ja. Wieso wird nicht alles weiß und du endest wieder oben? Ja. Und wir verlieren ein halbes oder ein Viertel Herz. Ist ja auch egal. Ja. Wenn ich beim letzten Gegner, also bei Ganon, sterbe, greift die Timeline von A Link to the Past. Das heißt, dann müsst ihr euch direkt mein A Link to the Past Let's Play anschauen, weil das dann darauf aufbaut. Nach der offiziellen Timeline. Ich persönlich wäre dafür, das Spiel regulär durchzuspielen. Wenn ihr jedoch wollt, dass ich beim letzten Boss sterbe, sodass dann die A Link to the Past Timeline greift und auch somit die Timeline, die ich gespielt habe. Ich habe ja mit A Link to the Past, war ja mein erstes Zelda-Spiel, das ich Let's Played habe. Und dann ist auf euren Wunsch Ocarina of Time gekommen. Und dann können wir das Let's Play so an sich abschließen. Wir haben mit Ocarina of Time dann so gesehen angefangen. Das muss man sich dann als erstes ansehen. Und dann guckt man sich A Link to the Past an. Dann wäre diese Timeline so teilweise abgeschlossen, weil dann kommen die Gameboy-Teile in dieser Timeline. Und ja, ne? Wir haben genügend Zeit. Ich Let's Play noch ewig. Auch wenn es mir nicht viel bringt. Aber es macht mir Spaß. Und wenn ich ein paar Leute damit glücklich machen kann, macht mich das eigentlich schon glücklich. Also ich bin kein Abo-geiler, Geldgeiler, sagt er damit, sein Geld verdienen will. Das wurde mir angeboten und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja, ja. Da muss man einfach mal egoistisch sein. Ich glaube, Epona! Ich glaube, wenn man tatsächlich. Seit wann schreibt man trinken mit D? Scheißegal. Er ist besoffen. Ja, gut. Ich schreibe gerade mit besoffenen Leuten, aber das ist wieder keine Verherrlichung. Das ist jetzt definitiv eine Abneigung, weil der wird morgen, wenn er noch weiter sauft, definitiv Probleme haben. Aber es ist lustig, mit einem Besoffenen zu reden. Das war Nachtschwärmer. Ja, das war Nachtschwärmer. Die kommen auch, glaube ich, nur, wenn du auf Epona sitzt. Ja, die kommen nur, wenn du auf Epona sitzt. Ja, also ich wäre dafür, wenn wir das Spiel normal mit einem Abspann und so weiter beenden. Und dann gegebenenfalls irgendwann Majora's Mask spielen, das übrigens dann blind sein wird. Für mich auch. Ich habe Majora's Mask angefangen zu spielen, aber ich habe es nicht durchgespielt. Nie durchgespielt. Weil das Spiel, dieses Spiel ist wirklich äußerst komplex. Und ja, also. Rüber da! Hier war irgendwo ein Herzteil, glaube ich, versteckt. Ja, aber da kommst du nur dran, wenn du eine Bohne gepflanzt hast, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube. Ah, nee, hier war eine Skuldula. Skuldula. Und eine Truhe. Nee, die Skuldula war hinterm Zelt. Da werden bestimmt Rubine oder sowas drin sein. Ein kleiner Schlüssel, weißt du. Ja, ja. 50 Rubine, das ist definitiv nicht schlecht. War da nicht was drin? Nee, hier war nichts drin. Die Skulla war, ja genau, hinterm Zelt. So.
Nein! So, danke. So, mehr Skudulas für uns. Lagging. So, der hier labert jetzt irgendwas von seinen verschwundenen Kollegen und dass wir die doch bitte suchen sollen. Und das werden wir auch tun. Aber vorher gucken wir da hinten, ob da nicht noch irgendwas war. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo ein Herzteil war. Ja, da unten war eins, am Wasserfall. Dafür musst du aber die Bohne pflanzen. Ja. Aber hier oben war auch noch irgendwas. Glaube ich zumindest. Haben wir wenigstens alle Steine abgesucht. Dieses Lied ist auch auf der Orchester-CD drauf, das bei Skyward Sword auf der 25-jährigen Special Limited Edition drauf war. Mhm. Klingt so gut. In der Orchesterversion. Leider ohne Gitarren. Leider. Was mich ein bisschen gestört hat, aber eine Fanmade-Orchester-Version hat tatsächlich die Gitarre drin. Es gibt auch eine Violinistin, die das spielt, also die Hymne des Sturms, Salias Lied und auch das Lied. Ja, mit der Geige. Das ist. Oder der Violine, je nachdem. Das ist halt, was ich sagen will. Es ist an sich. Zelda hat einer der schönsten Game-Soundtracks ever. Also ganz, ganz viele Spiele können da selbst heutzutage nicht das Wasser reichen. Ja, ja. Da hat man sich Mühe gegeben. Jeder Soundtrack ist ja auf jedes Spiel so ein bisschen bestimmt, ja. Heutzutage werden ja auch gern Lieder von Bands genommen in irgendwelchen Soundtracks. Bei Autospielen, bei Rennspielen ist es überwiegend so. Während bei Zelda jedes Gebiet wirklich das perfekte Stück hat. Ich glaube, hier dürfen wir von den Wachen nicht erwischt werden. Ja, jetzt noch nicht. Erst wenn du den Pass hast. Dann ist das kein Problem. Ja, wenn ich. Ja, dann nicht. Aber jetzt dürfen wir noch. Aber einmal darfst du dich erwischen, das war, da musst du ja eh. Musst du ja eh oben. Tschüss. Oder so. Ja, aber man kann sogar die Wachen mit dem Enderhaken lähmen. Und dass wir hier jetzt nicht 5000 Jahre rumgammeln. Ich brauche einen Schlüssel, den ich nicht habe. Da ich jetzt nicht. Ah ne, ich glaube, den kriege ich von der Tusse. Ja, hey Kleiner, dich meine ich ja. Werde ich ab und zu ja mal safe staten, weil bevor die Emulation eh abkackt, ne? Ich weiß ja nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Welche Wachen? Vielleicht kommt eine. Ja, ich weiß. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Vor denen hatte ich früher immer Angst, ne? Das waren so Kampfweiber, mit denen ja, ich habe irgendwie. Ja, aber sei vorsichtig. Hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterin. Hey, pass auf! Vor allem, die haben eine Attacke. Die kann dich so übelst ficken. Und die stöhnen. Die stöhnen, ja. Und wenn die ihre Sturmattacke machen, die dich auf den Boden bringen, sperren sie dich automatisch ein. Ja, ja. Deswegen muss man die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Ja. Nicht schlagen lassen. Aber Down bekommt man so schnell eigentlich. Ja, an sich schon. Vor allem zu dem Zeitpunkt kann man auch schon das Vigoron-Schwert haben. Das ist gar kein Problem. Das hole ich auch irgendwann. Denke ich. Mal sehen. So, den Typ haben wir befreit. Bist du hier, um mich zu retten? Nee, weißt du, ich stehe die ganze Zeit vor deiner Zelle, um. Ach, egal. Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John der Zimmermann. Denn ich bin Jesus von Nazareth. Was? Oh mein Gott. Was passiert? Du bist Jesus. Ja, ich bin Jesus. Ich hab gedacht, du hast da gerade irgendwas mit O-Game. Ja, ein M-O-R-P-G. Ja, ja, Milo spielt O-Game. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Was ist mit Emanzipation? Wird hier klein geschrieben. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Wusste ich, dass es Emanzipation heißt. Jo, ne? Jo. Gib mir mal das Trinken, bitte. Gib dir mal das Trinken, bitte. More money for me, ja. So, auch
dieser Gerudo, die Gerudo-Festung ist auch ein bisschen komplex an sich aufgebaut. Das ist ein Labyrinth. Ja, es ist eigentlich ein mieses Labyrinth. Liebes Versteck. Einmal mal aufpassen. Du könntest doch auch mal zeigen, was passiert, wenn du dich fallen lässt. Ja, das wird früher oder später eh passieren. Oder du bist so ein Pro und schaffst das einfach ohne. Aus Prinzip. Ich speichere hier mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier eine kommt. Ja, das ist da ist. So, wenn sie sich umdreht, da habe ich die gelähmt. Oh fuck. Fuck! Ja, da. Ja, ja. Sofort passiert es. Ja, ja. Das passiert, wenn man. Wir kriegen voll auf die Fresse. Ja. Obwohl wir der Coolste sind. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe, ich bin die Kampflesbe. So, normalerweise müssten wir jetzt hier mit dem Enterhaken raus und dann alles nochmal von vorne machen. Nein. Nee, also den Zimmermann müssen wir nicht mehr befreien. Nein, wenn du mal was geschafft hast, dann kannst du es weitermachen. Ja, natürlich. Aber wir müssen so gesehen von unten wieder anfangen und wo kommen wir denn jetzt hier raus? Liebesversteck. Oh Gott. Fein. Könnte man die damit auch lähmen? Ja. Nein, nicht lähmen, umbringen. Die kann man umbringen? Ja, die kann man umbringen. Oder lähmen. Das kann auch sein, dass sie. Ja, die sind gelähmt. Milo, das wusste ich ja noch gar nicht. Wusstest du nicht? Nein, ich wusste echt nicht. Ich wusste nicht, dass man die. Ich wusste nicht, dass man die töten, beziehungsweise. Lähmen wusste ich, aber ich wusste nicht, dass man die töten kann. Das ist auch lähmen, also die. Die stehen schon wieder auf, aber ja. Geil, danke. Bitte. Wusste ich gar nicht, was man hier alles lernt, ne? Dafür sind Let's Plays gut. Man lernt. Man lernt auch viel über Alkohol bei uns. Viel. Viel. Ganz viel. Sind auch erfahren. Ganz. So, hier werden wir übrigens oben reingeschmissen. Finden erstmal einen Fuffi. Aber an sich bringt uns das gar nichts. Wie wir es einfach cheaten können. Oh. Ja, das habe ich auch immer gewusst. Wie wir es einfach cheaten können. Da ist ein Herz halt drin, ne? Ja. Ein Fuffi und ein Herzteil. Oh, ich habe einen neuen Herzcontainer. Nee, ich hatte gar keine Herzteile. Ja. Hier muss man normalerweise, müsste man hier den Vogelscheuchen-Polka spielen, um darüber zu kommen. Oder. Also. Man hat, oder so, oder man wartet, bis man den Schattentempel macht und dann die Gleitstiefel hat. Dann geht es auch, glaube ich. Ja, ja. Müsste. Dann hältst du dich dann noch fest, aber es geht. Oh. Superlegen. Also festhalten, so wie du es da fast getan hättest. Fast getan hätte, ja. Natürlich. Ja, ja. So, jetzt mal wieder hier. Da, wo ich eben rausgeflogen bin, ne? Nee, das ist ein anderes. Hi! Das Spiel ist sogar so lieb. Wir müssen uns nicht mehr diese ganzen Sequenzen angucken. Also das Lied war so gut, da... Das wolltest oh, du, fuck! Das wolltest du sogar auf Klavier spielen. Ja. Lern's auf Didgeridoo. Lern's auf dem Didgeridoo? Das Didgeridoo hat nur einen Ton. Ja, und? Bläst du halt kräftig rein. Ja. Das ist ein Perkussionsinstrument. Ja. Wenn jetzt irgendjemand meint, ich kann es nicht richtig aussprechen, ich kann es richtig aussprechen, ich bin nur. Das ist nur ein kleiner Insider von uns heute. Ja. Wir waren nämlich im Session Music und wir haben. Ich glaube, das wissen Sie schon, aber nein, das ist eine andere Folge. Ja, wir waren im Session Music. Ja, wir waren im Session Music. Ich sollte es hier nicht drauf anlegen.
Oder ich sollte es drauf anlegen, wenn ich mir sicher bin, dass ich sie treffe. Wir waren in Session Music und wir sind drauf zu den Percussion.